Warte. So? So, jetzt ist aber genug, sonst muss ich den Kopf abschneiden. Das wäre ja schade. Warte mal. Ich wedle noch mit meinen Schiffskarten. Gut? Ja. Und Koffer alle drauf? Mm. Dann ist Schluss. Aus, nur fertig. Weißt du, wie du aussiehst? Ja, du bestellt und nicht abgeholt. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, wo Stefan bleibt. Odi, du hast doch so viel Zeit. Noch anderthalb Stunden bis zum Abflug. Na ja, aber ich komme nicht gern auf den letzten Drücker. Das ist ja richtiges Reisefieber, du. Ist doch kein Wunder. Ich mach doch sowas fast wie eine Weltreise. Bin Monate unterwegs und 3 Wochen Sizilien. Hoffentlich kommt nichts dazwischen. Mutti, was soll denn jetzt noch dazwischen kommen? Na, das haben wir das letzte Mal auch gesagt, nicht? Und dann habe ich mir den Fuß gebrochen. Na, ich glaube erst dran, wenn ich auf dem Atlantik schwimme. Ich möchte mich gern ein bisschen hinsetzen. Das Bein tut doch noch weh. Hast du wieder Schmerzen? Ne? Na, nicht direkt, aber ich soll mir ein bisschen schon. Aber das kann ich ja, weißt du, im Flugzeug, da brauche ich ja nicht zu stehen. Und im Schiff, da gibt es Liegestühle, na, und in Afrika Kamele. Ach, wenn man das so hört, dann möchte man sich am liebsten ins Flugzeug setzen. Ja, aber nach Kopenhagen fliegen, ne? Ich sag dir, flieg nicht so oft. Lass doch Karin mal nach hier kommen. Das ist richtig. Gut. Du, Mutti, da ist gerade Kundschaft reingegangen. Ja, alles Gute, mein Junge. Gleich auf Wiedersehen. Alles Gute. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Gute Reise, gute Erholung. Verlob dich nicht wieder, ja? Du gönnst mir aber auch nichts. Meine Kamera! Ach. Hör mal. Kannst du mal sehen. Was heißt, kannst du mal sehen? Das ist dein Alter, der Kalb. So. Oh. Margot. Entschuldige, Mutter, dass ich mich ein bisschen verspätet habe. Aber hat doch Zeit. Sag mal, warum holt Stefan mich nicht ab? Oh, das wollte er ja, aber er kann nicht, du beim besten Willen nicht. Wieso? Er sagt, du möchtest bitte nicht böse sein, aber er kann im Moment nicht weg. Was ist denn schon wieder los bei euch? Leute von der Baufirma sind gekommen, ganz plötzlich. Wann fangt ihr denn an? Montag. Und da ist natürlich noch allerlei zu besprechen. Ja, ich habe auch noch was mit ihm zu besprechen. Da fahren wir gleich hin. Was? Wir müssen noch zum Flugplatz. Da reisen wir doch bequem. Ich muss mit ihm reden, bin ja schließlich Monate fort. Aber Mama, Stefan hat jetzt bestimmt keine Zeit für dich. Hör mal, ich könnte mit seinem Sohn noch sprechen können, nicht? Sowieso komisch. All die Monate, die ich das mit dem Fuß gehabt habe, haben alle meine Jungs Chauffeur bei mir gespielt. Nur Stefan. Mama, wenn du wieder da bist, ja? Dann habe ich ja schließlich nicht mehr mit dem Fuß. Werner, wink, Werner. Los. Mama will unbedingt noch bei Stefan vorbei. Mutter, du musst doch zum Flugplatz. Aber du fang du nicht auch noch an. Das erreichen wir bequem. Na, du komm schon. Ja, wiedersehen, da. Mein Junge. Tschüss, lass dir's gut gehen, ja? Alles Gute, gell? Na, du komm, du musst aber ein bisschen schnell machen. Ja. Tschüss, Werner. Na, du sei doch nicht so nervös. Wiedersehen, mein Junge. Stefan, ein Glück, dass du noch da bist. Ja, Werner. Du, ich wollte nur sagen, Mutter kommt vorbei. Na, jetzt gleich. Nein, das war nicht zu verhindern. Du, hör mal, die hat ja gar nicht lange Zeit. Ja, sag mal, wann beginnt die Verhandlung? Na, ich drück dir die Daumen. Recht schönen Dank, Werner. Tschüss, mach's gut. Ich komme sofort, es dauert nur noch ein paar Minuten, ja? Aber könnten Sie nicht da hinten warten? Stefan! Ich dachte, du sitzt schon lange im Flugzeug. Oh, ich fahre doch nicht weg, ohne dass ich dir noch auf Wiedersehen sage. Na, wie geht's dir denn? Guck mal hier, hast denn die nicht Geld? Wieso? Na ja, hör mal, wieso? Wenn am Montag hier der Bau beginnt, ist doch gleich die erste Rate fällig. Darüber mach dir mal keine Sorgen. Das Geld bekomme ich von meiner Bank. Was, wieso von der Bank? Da musst du doch so hohe Zinsen zahlen. Und so hast du eine kapitalkräftige Mutter. Hier, ich habe dir einen Scheck ausgeschrieben. Mutter, das ist ja... Wenn er nicht reicht, dann sagst du mir Bescheid. Hast ja alle meine Adressen. Ach, damit komme ich schon hin.
Das ist ja wunderbar, Mutter. Oh, du, mein Junge. Woran du alles denkst? Du habt doch nichts weiter zu tun. Ein Glück, dass eure Mutter so sparsam war, nicht? Auf mich kannst du bauen. Na, und wo sind nur die Leute, Margot? Augenblick mal, bitte. Welche Leute? Na, die von der Baufirma, die wollten doch heute kommen, du weißt doch, ja. Ach ja, die sind gerade weg, vor 2 Minuten. Na, das ist doch fein, dann bringst du mich zum Flugplatz. Mutter, komm. Das würde ich ja gerne tun, bloß ja? Ich weiß doch, die Leute von der Ölfirma. Eben. Da kann der Margot mit denen nicht mal verhandeln. Nein, nein, das muss ich selber tun. Außerdem kommt auch gleich der Vertreter wegen der neuen Hebebühne. Ja. Was nicht geht, geht nicht. Aber die ganzen 2 Monate, wo ich meinen Fuß gebrochen hatte, hast du mich nie gefahren. Mutter. Das ist ja kein Vorwurf, aber eine Feststellung. So, jetzt muss ich aber wirklich zum Flugplatz. Sonst komme ich zu spät. Und grüß mir den Kleinen nochmal. Und gute Reise. Danke. Ich wünsche dir alles Gute. Komm gesund wieder. Lass das. Jürgen! Ich muss jetzt los zum Gericht. Achte auf Spiele vor. Ja, geht in Ordnung, Chef. Als das Gericht sich zur Beratung zurückzog, war Dr. Hillebrecht noch recht optimistisch. Mhm. Er rechnete mit einer Geldstrafe, allerdings mit einer ziemlich hohen. Und dann kam das Urteil. Mich hätte es beinahe umgehauen. 6,5 Monate Gefängnis. Ja. Der Richter hat ja seinen guten Tag gehabt. Das meinte Dr. Hillebrecht auch. Und wieso keine Bewährung? Ja. Stefan hat doch da drüben. Stefan hat doch vor 2 Jahren diese dumme Sache gehabt. Ja, Trunkenheit am Steuer. Der Mann ist ja auch ziemlich schwer verletzt worden. Habt ihr was gehört, wie es ihm geht? Gott sei Dank besser. Du gehst dann in die Berufung. Ja, Dr. Hillebrecht will, aber Stefan... Es kostet bloß Zeit und Geld und es kommt doch nichts mehr raus. Dann musst du denn rein. Hoffentlich bald. Die Gelegenheit ist günstig. Günstig, wo wir gerade mitten in der Brauerei sind. Ja, ja, du hast ja recht, aber was soll ich... Warum stellst du denn keinen Antrag? Das kann man doch bestimmt hinausschieben. Ich will keinen Kaffee, ich will ein Bier. Ist gut. Nein, nein, ich gehe gleich rein. Dann bin ich auch wieder draußen, wenn Mutter zurück ist. Sie darf auf keinen Fall was merken. Nee, nee, auf keinen Fall. Ja, ihr mit eurer ewigen Rücksichtnehmerei. Mutter darf auf keinen Fall was merken. Ja, natürlich auf keinen nicht. Fall, ja. Und die Brauerei plötzlich ganz uninteressant geworden, aber oder? Mutter regt sich doch immer gleich so auf. Ja, die regt sich auch wieder darf ab. Darf ich mal? Mutter kann man mehr strapazieren als uns. Hättest du ihr von Anfang an erzählen sollen, was los war damals, als die Vorladung kam. Mhm. Und was wäre dann passiert? Sie wäre doch zur Verhandlung gekommen. Mutter vorm Gericht. Ich kenne sie doch. Ja, jetzt eben das Doppelte bekommen. Ja, Quatsch. Ich glaube, es war ganz richtig so. Wir müssen ihr alle Aufregung ersparen. Ihr Herz ist sowieso nicht in Ordnung. Also, wenn sie bis jetzt noch nichts gemerkt hat, dann sollten wir ja wirklich nichts davon erzählen. Einer ihrer Söhne im Gefängnis und das unserer Mutter. Und die sich schämt, die geht nicht mehr auf die Straße. Da bin ich nur wieder im Zweifel. Was meinst du, Margot? Also, auf jeden Fall soll sie nichts davon erfahren. Ich finde, dass Stefan das sofort abmachen soll. Dann hat er nicht so viel Zeit, sich darauf zu freuen. Dann bin ich auch wieder zurück, wenn sie zurückkommt. Das noch. Ich komme gleich. Ugalski? Mutter, du rufst an? Na, das ist vielleicht eine Überraschung. Wie ist denn das Wetter in Taormina? Schlecht, es tut mir leid. Du hast aber eine fabelhafte Verbindung. Das klingt, als wenn du hier in Berlin bist. Das bist du auch? Ja, ich bin eben gelandet. Du vor 10 Minuten. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Nein, nein, du, das war mir unten viel zu feucht. Das hat andauernd geregnet. Und der Ätna, der rauchte so verdächtig. Habe ich mir gedacht, zu Hause ist gemütlicher. Oh, das wäre doch Unsinn. Ach, brauchst mich doch nicht abzuholen. Weißt du was, ich nehme jetzt eine Taxe, hole mein Gepäck und fahre nach Hause, mach mich frisch, pack alles aus und dann fahre ich ringsum bei euch vorbei.
Ja, und grüß Stefan und den Kleinen. Ich sehe sie ja dann. Nachher. Ach, entschuldigen Sie, ich komme gleich. Ja, Jürgen, mach doch mal den Lastwagen fertig. Ilse? Hier ist Margot. Bitte, ich muss sofort Dieter sprechen. Bitte, es ist dringend. Mutter ist zurückgekommen. Ja, sie ist eben angekommen. Heute Nachmittag tanzt sie hier an. Warte einen Moment, Margot. Dieter. Ja, bitte. Margot, Dieter, komm. Margot. Was gibt's denn? Mach doch schon die Füllung fertig. Hm? Wann wird Stefan denn? Ich meine, wann kommt Stefan denn zurück? Es ist Nachtrag. Ich weiß doch gar nicht, was ich deiner Mutter sagen soll. Immer auf keinen Fall die Wahrheit. Das tut man nur, wenn einem gar nichts mehr einhält. Pass auf, Margot. Ja, Dieter, ich glaube, das ist gut so. Dann kann sie nämlich mit dir sprechen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst anfangen soll. Dieser Betrieb hier und dann die Bauerei. Ich muss doch alle Verträge ins Gefängnis schicken, wegen der Unterschriften. Um Gottes Willen, Dieter, da muss ich auch noch anrufen. Bitte, bitte entschuldige. Ja, jetzt danke erstmal. Ja, vielen Dank erstmal. Bis nachher, nicht? Tschüss. Dass du das vorhast, du lause Junge. So, nun mach die Omi das mal. Du Bursche. Och, mein geliebter Junge, was hab ich dich vermisst, du Bursche. Ich sehe schick aus, danke schön. Ne? Was macht dein Bein? Hier, hast du das nicht eben gemerkt? Geht doch fabelhaft, was? Ja. Na und bei dir in der Schule, was gibt's da Neues? Ach, hast du gefilmt unterwegs? Ja, 8 Filme, du, und alle in Farbe. Ich sag dir, wundervolle Aufnahmen, wenn das geworden ist. Stell dir vor, Sturm. Windstärke 11. Warst du seekrank? Na ja, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen. Komm gleich. Er kommt gleich. Sag mal, und wie geht's denn der Mami? Gut, die muss jetzt für 2 arbeiten. Wieso denn für 2? Papi ist verreist. Ist verreist? Ja. Dann geh mal jetzt spielen. Und ich komm nachher zu dir rauf. Gut. Hilf dir bei den Schularbeiten. Verreist. Mutter, du bist ja schon da. Hallo, mein Liebling. Ach Gott, freue ich mich, euch wieder dich ansehen. Du siehst ja fabelhaft aus, hat sich großartig erholt. Ja, komm rein, ja? Sag mal, was erzählt mir der Junge? Stefan ist verreist? Ja, der ist verreist. Mutter, also ich muss dir was sagen, bitte. Ja, was willst du mir sagen? Bitte reg dich nicht auf. Warum soll ich mich aufregen? Komm, setz dich erst mal hin. Warum soll ich mich hinsetzen? Ist irgendwas mit Stefan los? Also bitte jetzt rede, ja? Sonst reg ich mich wirklich auf. Also gut, Stefan ist im Sanatorium. Im Sanatorium? Ja, aber es ist nichts Schlimmes. Was heißt nichts Schlimmes? Man geht doch nicht in ein Sanatorium, wenn einem nicht etwas fehlt. Also, was fehlt ihm? Er hat so eine Art Nervenzusammenbruch. Und das hab ich ja kaum gesehen. Mama, der Arzt hat gesagt, er hat sich etwas zu viel zugemutet. Etwas zu viel ist gut. Der Junge hat sich völlig übernommen in der letzten Zeit. Auch geschäftlich. Nervenzusammenbruch in seinem Alter. Aber es ist doch schon viel besser, Mama Lett. Nächste Woche wird er entlassen. Wo liegt er denn? Im Schwarzwald. Ich meine, ein Sanatorium. Dass ich im Wald liegt, gar nicht mehr denken. Bitte gib mir die Telefonnummer. Ich rufe ihn natürlich heute Abend. Nein, Mama, das darfst du nicht. Der Arzt hat gesagt, wir dürfen ihn nicht anrufen. Jede Störung von außen. Sag mal, bist du wahnsinnig Störung? Ich bin doch seine Mutter. Außerdem hast du gerade gesagt, es geht ihm besser. Ja. Aber du willst doch auch nicht, dass er einen Rückfall kriegt, ne? Natürlich will ich das nicht. Also immer, wenn ich verreise, passiert dir etwas. Aber schon als ich weg war, ich das Gefühl, irgendetwas stimmt da nicht. Stefan, die Nerven. Wenn das Michael passiert wäre, sag mal, wie äußert sich überhaupt dein Nervenzusammenbruch? Ich meine, bricht er da richtig zusammen? Oder wie war das? Also los, erzähl schon, ja. Mama, ich muss mal nach draußen, der Jürgen wird nicht mit dem LKW. Was? Tankstelle Rogalski. Ja, bitte, wer ist denn da? Bitte, was haben Sie gesagt? Gefängnisverwaltung? Was wollen Sie von uns? Natürlich kann ich eine Nachricht entgegennehmen. Ich bin die Mutter. Ja. Eine Sekunde, bitte. Kurz da stehen. Bitte.
Ja. In Ordnung. Vielen Dank. Ihnen das Telefon geklingelt, wer war denn dran? Nichts weiter. Das Sanatorium hat angerufen, in dem Stefan sitzt. Der Vertrag geht ja mit der Brust zu. Ist alles in Ordnung. Du hast dir keine Sorgen mehr. Warum sitzt mein Junge im Gefängnis? Er hatte einen Unfall. Außerdem hat er was getrunken. Das war ja eigentlich mehr ein unglücklicher Zufall. Zufall? Was? Dass er sich betrunken ans Steuer gesetzt hat? Nein, dass der andere Fahrer so schwer verletzt worden ist. Das war auf dem Heimweg nach deinem Geburtstag. Wieso? Ach so, jetzt bin ich auch noch schuld. Oh, Mama. Ist doch wirklich ungeheuer leichtsinnig. Du warst dabei. Weil du hättest doch mindestens verbieten müssen, dass er fährt. Hättest ihn doch gar nicht erlauben dürfen. Einer meiner Söhne im Gefängnis. Bei den heutigen Gefängnisstaaten, da muss er ja wirklich was Ungeheures auf dem Kerbholz haben. Nein, wirklich, das ist aber bitter. Nicht nur für dich, Mama. Wissen denn seine Brüder davon? Natürlich. Was heißt natürlich? Ach, wieso? Alle wissen es, alle, nur ich wieder nicht. Oh, Mama, wir wollten, dass du dich nicht aufregst. Aber ich weiß ja gern Bescheid, was in meiner Familie geschieht. Meine, ich wäre doch überhaupt nicht gefahren. Das dachten wir uns. Wir wollten, dass du dich erholst. Aber wieso? Ich wollte dir doch hier nur helfen. Du kannst doch das gar nicht alles alleine machen. Diese Bauerei hier noch. Kannst doch damit nicht fertig werden. Doch, Mama. Besser als Stefan. Tatsächlich? Ja. Also wirklich, das habe ich dir aber nur nicht zugetraut. Ich mir selber nicht. Aber was soll ich denn machen? Ich habe einen ganz schönen Bammel davor. Stefan hat mich doch nie an was rangelassen. Immer hat er gesagt, davon verstehst du nichts. Der wird sich wundern. Ich bin prima mit den Leuten ausgekommen. Sogar mit denen von der Ölfirma. Stefan, der hat über ein Jahr versucht, mit denen zu verhandeln. Vorgestern waren sie hier, ja. Halbe Stunde war der Vertrag unter Dach und Fach. Und das werde ich dir mal bei unter die Nase reiben. Das wirst du nicht, mein Mädchen. Sieh mal. Der Junge sitzt doch jetzt in dieser Zelle und macht sich Gedanken. Ich kenne doch meinen Jungen. Ja, aber ich doch auch. Ich bin ja mit ihm verheiratet. Na eben. Deshalb musst du doch daran denken, er ist monatelang aus dem Verkehr gezogen. Das Einzige, was diesen Jungen aufrechterhält, ist doch dieses Gefühl, dass er gebraucht wird. Das kannst du ihm doch nicht nehmen. Sieh mal, wenn du jetzt diesen starken Mann da markierst, dann entziehst du ihm doch die ganze Kraft, das ganze starke Lebensgefühl. Das darfst du nicht. Den Fehler darfst du nun wirklich nicht machen. Den habe ich mal gemacht, mein Mädel. So wie du, Mama. Damals, 1945, da stand ich auch ganz allein mit meinen vier Kindern. Mein Mann war in Gefangenschaft. Kein Strom, kein Gas, kein Wasser. Der Laden sah damals aus. Keine Scheiben, keine Türen. Regale hatte ich verheizt. Aber unten im Keller, weißt du, unterm Koks, da lagen die Maschinen und zwei Kisten voller Ware. Da habe ich wieder mit angefangen. Wenn ich dann denke, wie ich alles kompensiert habe. Der Tischler, der brauchte eine Aktentasche, also hatte ich wieder Regale. Und der Glaser, der brauchte zwei Taschen, also hatte ich wieder meine Scheiben. Dann habe ich einen Zettel geschrieben, Reparaturen werden wieder angenommen. Gearbeitet, sage ich dir. Gearbeitet habe ich wirklich wie ein Pferd. Als mein Mann zurückkam, da ging wirklich der Laden besser als vorher. Sehen noch. Durch die Schaufensterscheibe, wie er plötzlich da stand. Blass, schmal und verhungert. Dann habe ich ihn durch den Laden geführt und habe alles gezeigt, was ich geschaffen habe. Ohne ihn. Gott, habe ich mich damals geärgert, dass er nicht stolz und glücklich darüber war. Viel später habe ich eigentlich erst begriffen, dass ich damals in diesem Moment den ganzen Lebensmut genommen habe. Das muss der Mann sich überflüssig vorgekommen sein. Das darf mit Stefan nicht passieren. Sieh mal, Gleichberechtigung hin, Gleichberechtigung her. Wir Frauen. Wir wissen schon davon, aber die Männer, die brauchen uns noch, weißt du. Die brauchen noch diese Bewunderung, dieses Hinaufschauen zu ihnen. Als ob es ohne sie nicht geht. Was soll ich denn machen? Was soll ich Stefan denn sagen, wer die Verträge gemacht hat und den Leuten gesprochen hat? Sag ich was. Weißt du? An meine Tüchtigkeit, weißt du.
Da haben sich meine Söhne inzwischen gewöhnt. Du, das ist aber schon die dritte Flasche. Na und? Ich hab doch wohl allen Grund zum Feiern. Ja, das macht uns doch nichts. Aber er ist dünner geworden und blassiger auch. Ach, ich werde ihn schon wieder aufpäppeln. Ja, so, das Mutter. Und jetzt gleich trinken wir auf dein Wohl. Auf mein? Mhm. Ich möchte mich bei dir für alles bedanken, was du für uns getan hast während meiner Abwesenheit. Prost. Prost. Prost, das hat er wieder entzückend gesagt. Wenn du nicht gewesen wärst. Ach. Was hab ich schon für euch getan? Na, du bist gut. Schmeißt ihr den ganzen Laden und fragt, was sie getan hat. Und der Abschluss mit der Ölfirma? Hm? Das ist mir heute noch ein Rätsel, wie du das geschafft hast. Davon kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden. Also Margot hat mir wirklich sehr geholfen. Ach, Mutter, ich kenne dich doch. Ist sie nicht rührend? Ja, wirklich rührend. Na ja, du musst dem Margot auch mal ein bisschen einsparen. Aber sie versteht doch nichts von Geschäft. Ach, na, hat der eine Ahnung, was? Na, davon habe ich bis heute noch nichts gemerkt. Na ja, weil du sie nicht ranlässt. Das ist so, ich muss jetzt aber gehen, sagt. Oh, euer Sekt hatte es in sich. Wo habe ich denn jetzt meine Tasche? Da drüben. Bitte, jetzt finde ich nicht mal mehr meine Tasche. Und ich danke euch für diesen herrlichen Abend. Wo hast du eigentlich meinen Wagen? In der Waschhalle. Willst du jetzt nicht Auto fahren in deinem Zustand? Was heißt denn das? Oh, in meinem Zustand. So, mein Hütchen. Schick. Bitte, mein Fuß ist wieder ganz in Ordnung. Du hast getrunken. Ach, was heißt getrunken? Die paar Glas Sekt, ich bin völlig klar. Ich hab das doch am eigenen Leibe erfahren. Naja, du verträgst doch nicht. Aber deine Mutter verträgt. Ja, meine Mutter verträgt. Ja, Gott sei Dank. Was soll denn das? Also, lass mal das wieder. Hör damit auf! Ich sage dir, das ist doch gar kein Spaß mehr. Ich bin überhaupt nicht komisch. Stell das Ding ab. Margot, stell das. Dann stell ich das mir so rüber ab. So was mach ich dann. Das finde ich nicht komisch. Lass mich raus, ja? Mir ist schlecht. Erst die Autoschlüssel. Nein, ich will nach Hause. Du kriegst sie nicht, lass mich fahren. Dann bleibst du oben. Du, das ist die größte Unverschämtheit, die mir je passiert ist. Ich sag dir, das verzeih ich dir im Leben nicht. Ich befolge nur deinen Rat. Lass mich runter. Ich will nach Hause. Verhindern soll. Ich lasse mir von dir die normalen Vorwürfe machen. Entschuldige, Mutter. Wieso? Margot hat doch völlig recht gehabt, mich nicht fahren zu lassen. Es wäre ein bodenloser Leichtsinn gewesen. Bei mir dreht sich wirklich schon alles. So. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt nehme ich mir ein Taxi.